Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich. Ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Hör's damit! Hab dein Auge auf! Ich muss eigentlich nur da rein. Das muss ja nicht ausarten. Schon gut, schon gut. Tun Sie mir nichts. Absolut skandalös. Hat Ferris Ironworks Ihnen nicht letzten Monat 1000 Pfund bezahlt? Ist wohl falsch abgebogen, Junge. Erledigt ihn schon! Verzeihen Sie, Gentlemen.
Sergeant Freddy Eberlein vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Haltet Ausschau nach dem Rock, Jungen! Ich reiß dich in Stücke! Verdammt, ich wusste es! Grundgütig gut. Grundgütiger. Eindringling! Ich sehe nach, woher dieses Geräusch kam. Einen Moment. Eindringling! Ist er uns entkommen? Er ist uns entkommen! Oh.
Is rather embarrassing, but I'm afraid I won't have the money for you in time. I'm a bit short, you see. Embarrassing? Sure, you understand. Can't do anything about it. Can't or what? Dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Sicherlich werden solch standhafte Verteidiger Britanniens wie Sie. Kennwort. Balaklava. Bitte. Ah, Minister Hacker. Einen Moment. Dieser Papierkram bringt uns noch alle ins Grab, was? Gebt mir ein stolzes Ross und einen Säbel und diese Regierung liefe so glatt wie die Hände, Regatta. Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal? Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen. Sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe! Denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien! Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment! Was für ein Arsch. Thank you.
alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen. Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otso Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden.